Guten Morgen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Sweet Amoris Campusleben. Unser Semesterstart geht heute in die nächste Runde. Den ersten Kurs, philosophische Erörterung und Verkupplungspläne haben wir bereits hinter uns gebracht und nun wird es Zeit, zum nächsten Studienfach zu gehen und ich denke mal, dass wir da wieder ins Kunstgebäude müssen. Nicht so schnell! Was wolltest du mir eben mit deinen Andeutungen sagen? Du weißt genau, was ich damit sagen wollte. Wir sind im letzten Jahr der Uni. Du bist hübsch, intelligent und Single. Ach, Rosa, das darf nicht wahr sein. Ich fühle mich wieder wie in der Schule. Dachtest du wirklich, du könntest das Jahr damit verbringen, dich in deinem Zimmer zu verkriechen und zu lernen? Nein, aber... Wir werden dir einen heißen Typen suchen. Gut, ein bisschen Hilfe kann nicht schaden. Ich glaube, das bekomme ich schon allein hin. Ja, ich glaube, für Rosa ist es die Erfüllung, ihren Freunden irgendjemanden zu suchen und wenn sie das Gefühl hat, mitzuwirken. Vielleicht ist ihr ja auch einfach nur ein bisschen langweilig, weil sie ist ja schon wirklich sehr, sehr lange mit Lee zusammen. Bestimmt schon 6 Jahre, oder? Naja, ein bisschen Hilfe kann vielleicht nicht schaden. Sie hat ja doch ganz gute Ideen. Und damals nach dem Date mit Lee und ihr sind wir ja auch mit unserem Love Interest zusammengekommen. Es war ja nicht alles schlecht. Oh ja, genau das wollte ich hören. Weiß ich doch. Wir werden dir ein cooles Outfit suchen und dann gehen wir auf alle Partys der Stadt. Oh je, ich hätte lieber die Klappe halten sollen. Du hättest lieber nicht Psychologie studieren sollen. Noch kannst du eine Heiratsvermittlung aufmachen. Oh ja, das würde gut zu ihr passen. Und ich dachte eigentlich auch, dass Rosa lieber Modedesign studiert. Aber na gut. Wieso kann ich nicht einfach beides machen? Das war ein Scherz. Erleichtern Sie Ihr Herz. Teilen Sie Ihr Leid mit einer Freundin und treffen Sie die Liebe Ihres Lebens. Da würde ich mir schon allein aus Neugier einen Termin geben lassen. Das klingt wie die Wahrsagerin von der Kirmes. Wenn das eine... Achso, oh, 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 oh! Hallo! Fragen über Fragen. Ist das wirklich Amber? Wenn ja, ich stehe total auf ihr neues Outfit. Und sie ist super hübsch. Hui! Wenn das eine echte Werbung ist, will ich einen Termin, und zwar sofort. Mein Lachen blieb mir im Halse stecken und ich drohte daran zu ersticken. Amber? Tatsache. Ich musste weiter wie verrückt husten. Alles in Ordnung? Willst du einen Schluck Wasser? Tut mir leid, wenn ich dir Angst gemacht habe. Amber? Nein, bestimmt träume ich das nur. Das ist doch nicht wirklich die Oberzicke aus dem ersten Teil. Ich habe immer eine Flasche Wasser dabei. Hier, nimm einen Schluck. Während ich versuchte, die Flasche zu öffnen, sah ich sie verwundert an. Amber? Hier? Warum habe ich daran bloß nicht gedacht? Schließlich habe ich am Freitag auch Nathaniel gesehen. Warum hätte sie weggehen sollen, während ihr Bruder immer noch hier ist? Ich war fassungslos. Bedeutete das etwa, dass ich mich auf ein Jahr voller Erniedrigung einstellen musste? Hey, du hast auch noch Yelene! Nein, ich werde nicht zulassen, dass es genauso wie in der Schulzeit wird. Das ist mein letztes Jahr an der Uni und das lasse ich mir von niemandem verderben. Amber wird mir nicht mein Verhalten und meine Entscheidungen aufdiktieren. So viel steht fest. Ich trank einen Schluck, wischte mir dann mit dem Ärmel über den Mund und gab ihr die Flasche zurück. Nein, du kannst sie behalten. What? Was ist denn mit dir passiert? Ich sah auf die fast leere Flasche in meiner Hand, die ich vor Aufregung zwischen meinen Fingern zerquetscht hatte. Dann steckte ich sie etwas umständlich in meine Tasche. Du bist wieder in der Stadt? Ich kann es gar nicht glauben. Wie kommt es? Also... Amber sah Rosalia mit großen Augen an. Oh, Rosalia, entschuldige bitte. Ich war so überrascht, Valkyria zu sehen, dass ich ganz vergessen habe, dich zu begrüßen. Amber begrüßte Rosalia mit Küsschen? What?
Was ist hier passiert? Amber begrüßt Rosalia mit Küsschen. Was? Wenn es jemanden gab, der Amber genauso verabscheute wie ich, dann war es Rosa. Ich beobachtete, wie sie sich begrüßten und kurz unterhielten, bevor sich Amber wieder mir zuwandte. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich sie mit offenem Mund angestarrt hatte. Ich zwang mich deshalb, mich zusammenzureißen. Und wie kommt es, dass du wieder bei uns bist? Ich bin für mein letztes Studienjahr hierher gekommen, aber ich hatte nicht erwartet, hier so viele ehemalige Mitschüler zu treffen. Vor allem nicht dich. Ich bin für meinen Master hierher gekommen. Und was machst du hier? Na, wir können ja A nehmen, oder? Alter, ich glaube, das ist das erste Mal, dass das Latometer bei Amber steigt. Latometer. Ja, nach dem Abi sind ziemlich viele von uns hier geblieben. Toll, dass du wieder da bist. Es muss komisch für dich sein, dass sich so viel verändert hat. Das kannst du laut sagen. Krass! Also die Geschwister haben sich komplett gegensätzlich entwickelt. Wie mir scheint. Oder das ist nur Fassade. Stimmt irgendetwas nicht? Ich warf einen Blick zu Rosalia hinüber. Die schien kein bisschen von dieser neuen Amber überrascht zu sein. Es tut mir leid, ich erkenne dich einfach kaum wieder. Du hast dich völlig verändert. Ich wundere mich nur, dass du mit mir redest. Soweit ich mich erinnere, haben wir während der Schulzeit kein einziges freundliches Gespräch miteinander geführt. Ich kann nur kaum glauben, dass du da bist. Ich nehme mal A. Dasselbe habe ich von dir gedacht. Wir sind uns hier schon über den Weg gelaufen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen, weil ich mir nicht sicher war, ob du es bist. Ach ja? What? Als ich dich mit Rosalia sprechen sah, bestand für mich kein Zweifel mehr. Ich hatte mehr schon... mehrmals? Mehr schon? Was? Ach so. Okay, mir, nicht mehr. Ich hatte mir schon mehrmals in Gedanken ausgemalt, wie es wohl wäre, Amber eines Tages wiederzusehen. Ich hatte mir vorgestellt, wie ich sie an all das erinnern würde, was sie mir angetan hat. An all die Male, die sie mich verletzt hat. Ich hatte mir alles Mögliche ausgemalt. Nur das nicht. Es scheint, als wolle sie die Vergangenheit vollkommen hinter sich lassen. Ich weiß nicht, ob Menschen sich wirklich komplett ändern können. Wir werden sehen. Naja, du hast Nathaniel auch schon gesehen, also. Studierst du auch Psychologie, wie Rosa? Nein, ich studiere moderne Kunstgeschichte. Ach, logisch. Deshalb habe ich euch auch hier getroffen. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Super. Und du? Was studierst du? Ich studiere Anglistik. Ich wollte etwas machen, das ich für meinen Beruf brauchen kann. What? Dein Beruf? Ja, ich modele nebenher. Modeln? Dann nimmst du manchmal an Modenschauen teil? Lustig, genau das hätte ich auch erwartet. B ist ja schon wieder so eine blöde Spitze, finde ich. Nee, nimmst du auch an Modenschauen teil? Ja, ab und zu, aber noch nicht für größere Marken. Ich hoffe, dass ich irgendwann den Durchbruch schaffe. Was ist bloß aus Amber geworden? Ich bin mir sicher, du wirst es schaffen. Ich sah Rosa an. Sie meint es ehrlich. Jedenfalls ist das etwas, für das ich mich schon sehr lange begeistere. Schon als ich klein war, organisierte ich für meine Familie zu Hause Modenschauen. Meine Mutter und Nathaniel mussten sich ins Wohnzimmer setzen und mein Vater hielt alles mit der Kamera fest. Also... Beim Gedanken an ihren Vater wurde Amber blass. Ich erinnerte mich plötzlich wieder an alles. Ich musste sofort an Nathaniel denken, den ich am Freitag getroffen hatte. Als ich damals erfuhr, was passierte, das war schrecklich. Für die, die Sweet Amores Schulleben nicht gespielt haben, Nathaniel wurde Opfer von häuslicher Gewalt. Sein Vater hat ihn geschlagen und die Familie ist ziemlich auseinandergebrochen. Irgendwann hat Nathaniel das Elternhaus verlassen und hat eine eigene Wohnung bekommen. Und hat sich da schon zumindest minimal verändert.
Aber nicht so krass. Tja. Ich frage mich, was wohl aus ihrem Vater geworden ist. Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie einen bestimmten Gedanken vertreiben. Dann lächelte sie uns an. Ich freue mich jedenfalls, dich wiedergesehen zu haben. Ich halte euch jetzt lieber nicht länger auf. Ich möchte nicht, dass ihr gleich am ersten Tag des Semesters zu spät kommt. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor mein nächster Kurs beginnt. Das ist also kein Problem. Dann gehe ich mal wieder. Mein nächster Kurs findet am anderen Ende des Campus statt. What? Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder. Ja, bestimmt. Bis bald. Amber ging weg und winkte uns zum Abschied zu. Sie verschwand und ließ nur eine Parfümwolke zurück. Du hast leider kein Bild erhalten. Ah, was? Okay, warum nicht? Warum nicht? Ich glaube es nicht. Amber, hier! Amber, aber eben nicht wirklich. Jedenfalls nicht die, an die ich mich erinnerte. Alles in Ordnung, Valkyria? Du starrst mit offenem Mund vor dich hin und murmelst ab und zu unverständliches Zeug. Sofort machte ich den Mund zu. Solche Symptome wurden uns im Kurs über Schizophrenie beschrieben. Ich kann dir einen guten Therapeuten empfehlen, wenn du möchtest. Nein, danke. Ich glaube, es geht schon. Sie war so schnell wieder weg. Habe ich sie etwa vergrault? Du warst jedenfalls nicht besonders herzlich, das muss ich zugeben. Du hättest mich aber auch vorwarnen können, dass Amber hier studiert und dass sie nicht mehr dieselbe ist. Deshalb war ich so abweisend. Wenn ich dich vorgewarnt hätte, wäre dein Gesicht bei ihrem Anblick doch nur halb so lustig gewesen. Aber wie hat sie sich bloß so verändern können? Das war nur ein Scherz, oder? In 2 Minuten kommt sie sicher nochmal zurück, um mich anzurempeln und mir zu sagen, dass ich ihr aus dem Weg gehen soll. Stimmt's? Man könnte es ihr zumindest zutrauen. Genau. Leute, ihr könnt die versteckte Kamera ausschalten. Sie hat unseren Trick durchschaut. Nein, Menschen verändern sich. Ich glaube, sie meint es ehrlich. Wirklich? Aber ich habe den Eindruck, man hat sie einer Art Gehirnwäsche unterzogen. Vielleicht war es das. Erst Nathaniel, dann Amber. Beide haben sich völlig gewandelt. Oh nein, nicht schon wieder Nathaniel. Ich hab dir doch gesagt, du wirst verstehen, was ich meine, wenn du ihn... Ich hab ihn gesehen. Freitagabend. Und da sagst du nichts? Wie kam es, dass du ihn getroffen hast? Was hat er gesagt? Am Freitag auf dem Nachhauseweg. Da haben mich in der Nähe des Campus so 2 Typen belästigt. Ich habe ihn auf dem Nachhauseweg getroffen. Ich sag ihm mal die ganze Wahrheit. Was für Typen? Rosalia sah mich erschrocken an. Ich bemühte mich, ruhig zu atmen. Ich hatte heute noch nicht an diesen Moment gedacht. Bis jetzt. Ist dir etwas passiert? Ist alles gut? Sie nahm mein Gesicht in ihre Hände, als wollte sie sicher gehen, dass ich keine Wunden davongetragen hatte. Ja, alles in Ordnung, aber... Gehörte Nathaniel zu den Typen, die dich belästigt haben? Hat er dich etwa nicht erkannt? Dem werde ich's zeigen. Zu den Typen? Was? Nein, er hat mir geholfen. Was? Wirklich? Glaubst du wirklich, Nathaniel wäre zu so etwas fähig? Zum Glück war er in der Nähe, sonst... An diesen Moment zurückzudenken, war schmerzhafter, als ich gedacht hatte. Ich glaube, dir ist nicht bewusst, was Nathaniel hier für einen schlechten Ruf hat. Oh oh. Und um auf deine Frage zu antworten, nein, es hätte mich nicht überrascht, wenn er zu der Gruppe gehört hätte. Okay, das finde ich gruselig. Ich musste an die beiden Typen denken, die Angst bekommen hatten, als sie Nathaniel sahen. Sie schienen ihn zu kennen. Es tut mir leid. Ich sah Rosalia an. Sie wirkte aufgewühlt. Ich hätte dich nicht allein nach Hause gehen lassen dürfen. Es ist meine Schuld. Das konntest du doch nicht ahnen. Außerdem geht es mir ja gut. Alles in Ordnung. Dank ihm. Bist du sicher? Wenn wir zu zweit gewesen wären, wäre dasselbe passiert. Dann hätten sie uns beide belästigt.
Es ist wirklich alles gut. Wenn du dir da so sicher bist, das bin ich. Gut. Dann hat er dich also erkannt? Ja, sofort. Bei mir hat es allerdings einen Moment gedauert. Oh, das glaube ich dir. Er ist nicht wiederzuerkennen. Ja, stimmt. Gott, er sieht jetzt heiß aus. Vor allem mit dieser Ezio-Narbe und diesen goldenen Augen. Ist das alles, was du darüber zu sagen hast? Ja, wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Über nichts Wichtiges. Mhm. Du verheimlichst mir doch irgendwas. Nein, bestimmt nicht. Weil ich nicht möchte, dass du gleich am ersten Tag zu spät zu deinen Kursen kommst, lasse ich dich jetzt gehen. Aber ich warne dich vor... Ja? Du wirst meiner Befragung nicht entgehen. Dann weiß ich ja, was mich erwartet. Oh ja, das weißt du. Und du entwischst mir nicht. Mit diesen Worten bewegte sich Rosalia in Richtung Ausgang und warf mir dabei noch einmal ein strahlendes Lächeln zu. Ich musste wieder an Amber denken. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie das war. Eine ganz neue Amber. Als ich an die Begegnung mit ihr zurückdachte, fiel mir noch ein anderes Detail ein, das mir aufgefallen war. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass Amber in der Schulzeit schon so dünn war. Sie gehörte immer zu den gut aussehenden Mädchen, die einen Traumkörper haben, ohne etwas dafür tun zu müssen, aber... Aber wahrscheinlich gehören im Modelberuf solche Maße zum Standard. Ja, doch, sie hat recht. Schluss mit der Grübelei. Ich sollte jetzt lieber sofort zu meinem nächsten Kurs gehen. Ja, die Frage ist nur Hörsaal 1 oder Hörsaal 2? Ich gehe mal in den großen rein. Und da sind wir falsch. Natürlich! Als ich endlich im Raum ankam, waren schon fast alle Plätze besetzt. Neben Chani sitzt schon jemand und Melody sitzt wieder in der ersten Reihe. Sie blickt starr geradeaus. Nur im hinteren Teil des Raums sind noch ein paar Plätze frei. Oh, ist der knuffig! Ihm gebe ich so eine richtig alte Stimme. Guten Tag alle miteinander! Diesen Professor habe ich am Tag der Einschreibung gar nicht gesehen. In diesem Kurs geht es um eine Einführung in die Architektur des Mittelalters vom 10. bis 12. Jahrhundert. Oh, geil! Wir haben Architektur, Leute! Das war schon an meiner alten Uni der langweiligste Kurs von allen. Ernsthaft? Ich bin euphorisch und du denkst dir so, hör, nee, voll langweilig und so. Ja gut, die Architektur im Mittelalter war nun mal noch nicht so besonders, aber Kirchen waren spannend. Automatisch begann ich auf eine Ecke meines Heftes zu kritzeln. Die alten Gewohnheiten waren wieder dabei. Seine Stimme ist so monoton. Ich sollte sie aufnehmen und anhören, wenn ich mal wieder nicht einschlafen kann. Oh nein! Ich bin sicher, er könnte gute Geschäfte machen, wenn er eine CD an Liebhaber mittelalterlicher Kunst verkaufen würde, die unter Schlafstörungen leiden. Ich hätte Chani gern von dieser Idee erzählt, aber sie saß zu weit entfernt. So entwickeln sich Fragen, die sowohl die Kunst und Archäologie als auch die Geschichte der Erkenntnistheorie betreffen. Das halte ich keine 2 Stunden durch. Außerdem weiß ich, dass es völlig ausreichen wird, die empfohlenen Bücher zu öffnen und sie auswendig zu lernen. Ich frage mich, warum man solche Kurse belegen muss, obwohl es sicherlich 10-mal spannender wäre, stattdessen ein Buch aufzuschlagen. Architektur ist vor allem auch etwas Visuelles. In den Büchern dazu gibt es wenigstens Bilder. Ich muss an Professor Zaidis Kurs am Morgen denken. Dort verging die Zeit wie im Flug. Oh ja. Schade, dass nicht alle Professoren dieselbe Auffassung von Lehre haben wie er. Als ich das schrille Quietschen von Kreide auf der Tafel hörte, hob ich abrupt den Kopf. Das war aber auch die einzige Abwechslung während des 2-stündigen Kurses. Als es zum Unterrichtsende läutete, verließ ich als eine der ersten den Raum. Chani musste irgendwo in der Nähe sein. Da bist du ja! Du warst nach der Vorlesung ebenso schnell verschwunden. Ich dachte, du wärst schon weg gewesen. Und? Wie fandest du den Kurs? Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ah, wirklich toll.
Ich fand den Kurs super. Mal etwas anderes als die Diskussionsrunden bei Professor Zaidi. Bei ihm ging es endlich um konkrete Themen. Was? Nein, im Ernst. Der Kampf der Künstler, die in ihren Bildern die ideale Welt abbilden wollten, gegen die Dogmen der Kirche. Da hat sie echt recht, das Thema ist super spannend. Das war besser als ein Konzert von Rammstein. Sie wird mir immer sympathischer. Meinst du das ironisch? Ich wäre in dem Kurs beinahe eingeschlafen. Ich weiß nicht, was du hast. Ich fand den Kurs sehr belebend. Und ich war sicher, dass er auf alle eine einschläfernde Wirkung hatte. Nein, ich glaube, ich habe meine Berufung gefunden. Sieht ganz so aus. Wenigstens habe ich so eine Freundin, mit der das Lernen für dieses Fach am Ende des Semesters ein bisschen interessanter zu werden verspricht. Hoffe ich jedenfalls. Ich muss gehen. Ich werde mich weiter auf den Kurs vorbereiten. Mit ein bisschen Glück geht es in der nächsten Stunde um Alexander den Großen und darum, wie er die antike Kunst modernisiert hat. Ja. Ich hoffe wirklich, dass es darum gehen wird. Ich kann es kaum erwarten. Ich höre deinen Sarkasmus schon heraus, keine Sorge. Ich habe den Sarkasmus nämlich selbst erfunden. Einen schönen Abend, Shani. Bis morgen. Dir auch. Sie ist ja echt knuffig, ne? Der Tag ist vorbei, geht zurück ins Wohnheim. Sieh an, ist das nicht die neue Kellnerin des Cozy Bear Café? Genau die. Haben sie dich seitdem noch nicht gefeuert? Jetzt übertreib nicht, so ungeschickt habe ich mich nun auch wieder nicht angestellt. Stimmt, ohne dich dürfte es schwierig werden. Ich habe mich gar nicht so doof angestellt. Du warst vor allem ziemlich süß. Oh, ist das so? Pia. Aber du hättest wirklich beinahe den Fettnäpfchen-Rekord gebrochen. Ich versuche, diese peinlichen Momente zu verdrängen. Du hast dich wirklich nicht verändert. Ich erkenne sofort meine alte Valkyrie aus der Schulzeit wieder. Deine Valkyrie? Ja, meine. Oh Gott, ihre Augen sind gruselig. Genauso, wie ich dich in Erinnerung behalten habe. Oh. Die, die sich immer in die Angelegenheiten der anderen eingemischt hat. Aus Neugier, aber vor allem aus Hilfsbereitschaft. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber ich habe dich oft beobachtet, nachdem ich festgestellt habe, dass wir den gleichen Sinn für Gerechtigkeit haben. Ja, das war eine schöne Zeit. Ich erinnere mich daran, dass du mich oft unterschätzt hast. Aber so bin ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls versuche ich, mich weniger in die Angelegenheiten der anderen einzumischen. Ich musste daran denken, wie ich in den Streit zwischen Shani und Yelene eingeschritten war. Ach, doch, ich habe mich verändert. Pia sah mich mit zusammengekniffenen Augen einen Moment lang prüfend an. Aber sie sagte nichts weiter. Gut, ich werde ein bisschen frische Luft schnappen. Ich habe mein Gehirn für heute genug beansprucht und mindestens 50 Gesetzestexte gelesen. Für den ersten Tag ist das ziemlich viel. Das kann ich mir vorstellen. Bis später. Ich lächelte ihr zu und machte mich auf den Weg zu meinem Zimmer. Ich habe mit Pia gar nicht über Amber gesprochen. Ich hätte sie diesbezüglich gerne nach ihrer Meinung gefragt. Oh ja, die beiden haben sich ja auch geliebt. Ambers und Nathaniels Veränderung machen mich neugierig. Wahrscheinlich muss ich mich einfach nur daran gewöhnen, aber ganz abschütteln kann ich diese Gedanken trotzdem nicht. Da ist ein Päckchen gekommen. Der Hausmeister dachte, ich wäre du. Keine Ahnung, wie er darauf kommen konnte. Na, vielleicht, weil er uns noch nicht kennt. Sehe ich etwa so aus, als würde ich Valkyria heißen? Schon okay. Was für ein toller Empfang. Und wo ist das Päckchen jetzt? Soll ich dich jetzt etwa noch an der Hand bis zu deinem Bettchen führen? Ich sah zu meinem Bett hinüber und tatsächlich stand daneben ein Paket und zerquetschte meine Bücher und Hefte. Ach, Yelene, kannst du mich bitte hinführen? Mit deiner warmen, sanften Haut? Ich sage lieber nichts. Die Stimmung ist so schon vergiftet genug. Ich hob das Paket hoch und stellte es auf mein Bett. Es war ziemlich schwer.
So schnell ich konnte, riss ich das Klebeband auf. Pakete zu bekommen ist für mich wie Weihnachten. Ich bin beim Öffnen genauso aufgeregt und neugierig. Als ich den Karton öffnete, kamen mir lauter glitzernde Pailletten entgegen. Ich hörte ein unterdrücktes Kichern. Ich wagte es nicht, zu Yelin hinüberzusehen, aber ich spürte, wie ich rot wurde. Ich habe ein gewisses Talent dafür, mich vor meinen Freundinnen lächerlich zu machen. Freundinnen! Feindinnen! Aber würdest du sie wirklich als Feindin bezeichnen? Nur weil du nicht so richtig mit ihr zurechtkommst? Sagen wir Antagonistin mit Hirn, ausnahmsweise. Das ist heute schon das zweite Mal, nachdem ich vor Amber schon fast erstickt wäre. Ja, aber ich glaube, Amber ist jetzt mittlerweile nicht mehr deine Feindin. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie eine Freundin für uns werden könnte. Und dass wir eventuell auch im Laufe der Zeit mit Bulimie konfrontiert werden. Hui! Also, Campusleben scheint für mich wirklich sehr interessant zu werden. Ich sah in den Karton hinein und fand einen hellblauen Briefumschlag auf einem Stapel Wäsche. Ich fischte den Umschlag aus dem Karton, um den Brief zu lesen, der sicher von meinen Eltern stammte. Hallo, unsere Lieblingskunsthistorikerin. Beim Lesen hörte ich sofort die Stimme meiner Mutter. Das mit den Pailletten war die Idee deines Vaters. Hat es funktioniert? Na, vielen Dank, Mama und Papa. Ich las weiter. Es ging ihnen gut. Ich fehlte ihnen schon jetzt und sie schickten mir die Sachen, die bei meiner Abreise nicht mehr in den Koffer gepasst hatten. Der Brief endete mit den Worten: Wir haben dich lieb, Sabali. Ich kann mir bildlich vorstellen, wie du jetzt das Gesicht verziehst, aber als du 3 warst, gefiel dir dieser Spitzname. Sabali! Ich bin froh, dass sie mir das nur im Brief schreiben und mich nicht vor meiner freundlichen Mitbewohnerin so genannt haben. Sonst hätte ich mir von der sicher hinterher einiges anhören dürfen. Ich las den Brief zu Ende und wurde ein bisschen melancholisch. Darunter lag in dem Paket Bettwäsche zum Wechseln, mein Fotoalbum mit Familienfotos und eine Jacke, die nicht mehr in meinen Koffer gepasst hatte. Und mein altes Stofftier. Ein kleines Alpaka, auf dessen Etikett der Name Sabali gestickt war. Oh nein! Sicher hatte Mama das lustig gefunden. Ich versteckte das Alpaka sorgfältig im Inneren einer meiner Jacken, damit meine neugierige Mitbewohnerin es nicht sah. Dann begann ich, die anderen Sachen wegzuräumen. Und, was ist drin? Ein paar Sachen, die mir meine Eltern nachgesendet haben. Nichts, was dich etwas angeht. Na, was soll's? Ist ja eigentlich nicht peinlich. Verstehe. Es war nicht auch zufällig Bettwäsche dabei? Sie fragt zwar, aber wir wissen beide ganz genau, dass sie gesehen hat, wie ich die Bettwäsche aus dem Paket genommen habe. Es war klar gewesen, dass sie irgendwann wieder mit dem Thema anfangen würde. Ich blickte auf mein Bett. Ich benutzte immer noch ihre Bettwäsche. Sie schlief ja auch noch immer in meiner Bettwäsche. Vielleicht könntest du meine Bettwäsche reinigen, bevor du sie mir zurückgibst. Ich habe nämlich keine andere. Solange behalte ich deine. Gut, dann wirst du meine Bettwäsche hoffentlich auch waschen. Ich war es nämlich nicht, die Farbtöpfe auf den wackeligen Schrank gestellt hat. Als ob du dasselbe für mich getan hättest. Nö, wir können ja mal hier so Gegenangriff starten. Natürlich. Ich bin vielleicht manchmal etwas direkt, aber ich weiß, was ich gehört. Wow. Ich hatte mit mehr Widerspruch gerechnet. Okay, danke. Ich zog ihre Bettwäsche von meinem Bett ab und bezog es mit meiner. Ich würde ihre Sachen im Laufe der Woche waschen. Es eilte schließlich nicht. Schweigend räumten wir beide unsere Sachen in den Schrank. Ich ging duschen. Als ich zurückkam, war Yelin verschwunden. Ich ließ mich aufs Bett fallen und las noch einmal den Brief meiner Eltern. Ich würde sie am nächsten Tag anrufen, um mich zu bedanken. Ich schloss die Augen und schlief sofort ein. Gut, damit haben wir den nächsten Tag beendet und ich denke, ich werde an dieser Stelle einen Cut machen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns dann morgen um 10 wieder. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.